See war natürlich immer im Weg. Denn Lungern war einfach zu klein für die grossen Familien, die hier entstanden sind, können zu ernähren. Ja, das Werk, das damals die Lungern hier haben wollen, war natürlich ein gewaltiges Werk, wo die Lungern allein ohne Hilfe, ohne fremde Hilfe gar nicht mehr hätten reinführen können. Ich habe mich gerade kürzlich mit dieser Geschichte befasst. Und da habe ich gelesen und gesehen, wie das doch das schwer war für die Leute, bis endlich so weit war, dass der See abgelassen wurde. Sie haben alle mal vergessen, als ihre Väter in diesem Dreckloch unten ihre Knochen geschlissen haben. Der ganze Kielerplatz hätte man mit goldenen Äpfeln pflastern, mit dem Geld, was in dem Stollen unten verlochen haben. Man kann wirklich sagen, die Lungern waren da Pionier. Das ist ein erstaunliches Ereignis und ein Phänomen eigentlich in damaliger Zeit für so ein Bergdorf, wo dann in dieser Sache gespalten war. Wir sollten sofort den Doktor reichen! Ja, in jedem Fall. Dem verdammten Regent, ich hoffe, sie jung kommt in jedem Fall nicht ins Haus. Was hat der Weibel? Der Doktor zu Giswil gereicht? Der Vertrag Quacksalber! Wohlgeehrte und liebenswerte Kirchgenossen, weil der Mangel des Gelds zur Befreiung der täglich laufenden Seeküsten allberührt ist, also werden seine durch dieses Nochmalen wohlmeinend, ernsthaft, doch freundlichst ermahnet, sonderbar diejenigen, die vermögenshalb imstande seien, dass sie die schuldigen Seeküsten am künftigen Sonntag aus den 20. dieses Monats in Gerichtsschreiber Fuhrers Haus fleißig ablegen. Ich denke, das hätte einfach kommen.